Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Weihnachtskalender. Ich spiele dieses Jahr erstmalig einen Weihnachtskrimi oder Weihnachtsthriller, ich habe beides schon entdeckt, aus dem Hause Ars Edition. Ich bin mega gespannt, es wird also vielleicht ein bisschen gruseliger oder ein bisschen spannender und ein bisschen weniger Weihnachtsflair. Mal gucken, das Cover sieht schon irre gut aus. Ja, und den alten Hasen muss ich nichts mehr erzählen. Es wird jeden Tag ein Video geben und ich erstelle euch eine Playlist, falls ihr die dann erst im Dezember gucken möchtet. Ist alles okay. Wer zum ersten Mal bei mir einschaltet, weil er genau dieses Buch gesucht hat, ich mache heute eine kurze Einführung, zeige euch ein bisschen das Buch. Ich blättere hier durch, sieht wunderschön gestaltet aus, erkläre euch, wie gespielt wird. Und löse das erste Rätsel. Und wer dann sagt, okay, ich will mich nicht weiter spoilern lassen, ich möchte das Ding kaufen und dann alleine spielen, der guckt dann die nächsten Videos nicht an. Ihr könnt gerne, wenn euch dieses Weihnachtsrätsel, dieser Exit Room Kalender interessiert, bei mir den Link in der Infobox benutzen oder einfach mal so ein bisschen durch die anderen Weihnachtskalender scrollen. Wenn ihr über den Link bestellt, kostet euch nichts extra, aber ihr könnt mich ein wenig bei meiner Arbeit unterstützen. Ich bekomme da ein paar Cent von Amazon, bin ich überhaupt nicht böse drüber, oder wenn ihr mir einen Daumen nach oben gibt, freut mich immer. Und ja, wenn ich für meine Mühen ein wenig belohnt werde. Und ansonsten belohne ich euch hoffentlich mit ein wenig Spielspaß, mit ein wenig Spannung, mit ein wenig Scheitern meinerseits. Wir hatten in den letzten Wochen schon alles Mögliche. Und ja, ich glaube, ich quatsche jetzt gar nicht mehr weiter drum herum, sondern lege jetzt einfach los und bin wirklich mega gespannt auf mein erstes Abenteuer mit der Ars-Edition. Bis gleich. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zur dunklen Insel. Hier haben wir noch ein wenig Werbung. Genau, die Escape-Sticker-Bücher, die habe ich auf jeden Fall auch schon gesehen. Und hier gibt es verschiedene Escape-Rooms für die Weihnachtszeit. Und genau, das sind die Thriller, die ich auch schon mal gesehen hatte. Und hier scheint es noch Escape-Bücher zu geben. So, wenn ich dran denke, verlinke ich euch ein bisschen was in der Infobox. Und ansonsten gucken wir uns das einfach an. Es sieht auf jeden Fall aus, als ob auf dieser Insel einiges nicht in Ordnung ist. Und ja, hier haben wir eine kurze Erklärung und die schauen wir uns mal als allererstes an. Bevor du in dieses Abenteuer startest, solltest du wissen, auf was du dich einlässt. Auf jeder Doppelseite erwartet dich ein neues Kapitel der spannenden Geschichte und ein neues Geheimnis. Aber dieser Thriller ist kein normales Buch, bei dem du eine Seite nach der anderen umblätterst. Nur wenn du es schaffst, das aktuelle Rätsel zu lösen, erfährst du, an welcher Stelle im Buch du weiterlesen darfst. Dazu werden dir mehrere Antwortmöglichkeiten angeboten. Hinter jeder Option siehst du einen kleinen Bildausschnitt oder ein kleines Detail. Aha, das ist ganz anders als in den anderen Rätseln. Doch nur bei der richtigen Antwort steht ein Bild, das du genauso tatsächlich auf den Zwischenseiten des Buches entdecken kannst. Ach so. So kannst du nicht aus Versehen eine falsche Seite öffnen. Das ist gut. Also keine Sorge, falls du mal nicht gleich auf die Lösung kommst. Mit scharfem Entdeckerblick bleibst du auf dem richtigen Weg. Hinweise und Zusatzmaterial findest du auf der Webseite. Und genau. Noch ein Beispiel. Das hier ist ein Reiseführer, ein Telefonbuch, ein Escape-Adventskalender. So. Düm, düm, düm. Das ist definitiv ein Escape-Adventskalender. Und dieses Bild gibt es und dann dürfen wir das ausschneiden. So, wir sind auf Mantis Island. Und los geht's. Öffne gleich die erste Seite. Die dürfen wir also ausschneiden. Und ansonsten könnt ihr ja schon mal leicht gucken, was wir hier für ein wundervolles Inselflair haben, was auf uns wartet. Und hier hinten scheinen wir vielleicht noch Material zu haben, was wir irgendwann benutzen dürfen. Berliner Rundschau finde ich auch gut. Ja, sieht man, es ist ein deutscher Hersteller und keine Übersetzung. Und hier ist der 22. Dezember. Impressum. Also keine Lösungsseite, so wie das aussieht. Und wir schneiden das jetzt auf. Ich habe nur deswegen geguckt, weil bei einem Harry Potter Kalender sind ja quasi hinten Lösungen und Hinweise.
falls man mal nicht weiter weiß. So, aber den Ars-Kalender, den müssen wir halt dieses Jahr mal gemeinsam entdecken. Und es ist für mich auch absolutes Neuland. Schön, auch mit der Werbung hier, Reisejournal. Ist echt total, total lebensecht und liebevoll gestaltet. Okay, wir haben ein bisschen was zu lesen. Marks Ohren rauschten. Er versuchte zu schlucken, doch auch das half nichts. Seit sie die Wolldecke durchstoßen hatten, spürte er einen enormen Druck auf sein... Seit sie die Wolkendecke durchstoßen hatten, spürte er einen enormen Druck auf seinen Ohren, der sich direkt ins Gehirn fortzusetzen schien. So, ich hole euch mal ran, damit ihr mitlesen könnt. Kein Wunder, dass er fliegen hasste. Die trockene Luft, die engen Sitze, in denen selbst seine kompakten 1,75 Meter keinen Platz fanden und die Warnhinweise auf laminierter Pappe, die einem ein Gefühl von Sicherheit vermitteln sollten. Ist auf jeden Fall ein sehr guter Schreibstil, im Gegensatz zum Riva-Kalender. Mark fragte sich, wie ihm eine Schwimmweste und mit fein beleuchtete Notausgänge helfen sollten, falls ihr Flugzeug über dem Festland abstürzte und in 1000 Teile zerschellte. Das frage ich mich auch. Er hatte sich zu diesem Flug überwinden müssen. Und das, obwohl er noch nicht einmal genau wusste, wo ihn die geheimnisvolle Reise hinführen würde. Das einzig Gute an der Sache war gewesen, dass er der ganzen Weihnachtsromantik im Fernsehen und Internet entkommen war. Familien, die freudig um den Tannenbaum tanzten, Pärchen, die sich innig in die Augen sahen und die allesamt so wirkten, als ob sie ihr Glück kaum fassen konnten. Klischee! Dabei war es nicht so, dass Mark Weihnachten nicht leiden konnte. Er mochte die Plätzchen, die Tradition und auch den Gedanken, der hinter dem ganzen Fest steckte. Sobald in seiner Heimatstadt Saarbrücken die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt wurde, hatte er sich in seinen Parka gehüllt, seine Freundin Alma an der Hand genommen und war mit ihr durch das Lichtermeer spaziert. Aber dieses Jahr gab es keine Wanderung durch die beleuchteten Straßen und niemand, der mit ihm Plätzchen backte. Mark wollte gerade wieder in Selbstmitleid versinken, als er merkte, dass eine Frau mit hellblonden, kurzen und perfekt gestylten Haaren in einem blauen Blazer ihn erwartungsvoll ansah. Anscheinend hatte sie ihn etwas gefragt und wartete nun auf seine Antwort. Haben Sie mit mir gesprochen? Fragte er und merkte, wie es ihm in seinen grünen Wollpullover warm wurde. Zu einem Überfluss lächelte die Frau ihn daraufhin herausfordernd an. Wenn ich keine Selbstgespräche mit meinem Spiegelbild im Fenster führe, sind Sie der einzige Passagier, der neben mir sitzt. Ich wollte nur wissen, ob Sie auch solche Probleme hatten, zum Flughafen zu kommen. Der plötzliche Schneeeinbruch hat den Verkehr auf der Autobahn fast lahmgelegt. Bei mir ist die S-Bahn ausgefallen, gab Mark zurück. Die Frau fischte sich ein Kaugummi aus ihrer Designertasche und sagte, nun gut, dass sich auch unser Flug um eine Stunde verspätet hat, sonst hätte die Maschine vermutlich ohne uns abgehoben, oder? Sie sah ihn an, schien zu überlegen, was sie nun sagen sollte. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, mein Name ist Sophie, ich habe ein Start-up gegründet. Klischee, das Menschen mit guten Ideen und Großinvestoren zusammenbringt. Und was führt sie nach Bangkok? Ihre Frage klang beiläufig, doch Mark wusste nicht, was er darauf antworten sollte und so murmelte er nur etwas von Familienangelegenheiten. Sie quittierte das mit einem zufriedenen Nicken. Und sie wollte er wissen? Ach, sie zögerte kurz. Wir haben einen Produzenten in Bangkok, mit dem ich schon lange zusammenarbeite und den ich häufiger besuche, um mir seine Projekte anzusehen. Klingt spannend, sagte Mark. Ist bestimmt nicht immer so leicht in Thailand, wo vieles über Beziehungen läuft oder staatlich reguliert wird. Sie winkte ab. Das ist kein Problem. Wir haben beste Beziehungen zum thailändischen Kaiserhaus. Oh Gottes Willen. Mark sah Sophie nun genauer ins Gesicht. Sie schien in seinem Alter, also ungefähr 30 zu sein, hatte aber schon einige Fältchen auf ihrer gebräunten Haut und ihr Blick hatte etwas Entschlossenes. Er wurde das Gefühl nicht los, dass sie das Gespräch zu ihm aus einem bestimmten Grund suchte. Warum ist Mark misstrauisch? Weil sie ihn angelogen hat, weil sie ein Startup gegründet hat, weil sie ihm kein Kaugummi angeboten hat. Was? Sie hat ihn bestimmt angelogen. Ich würde ja nicht sagen, dass alle mit Startups Betrüger sind, aber naja. Es gibt so viele Startups, die nichts taugen. Und weil sie ihm kein Kaugummi angeboten hat. Ich glaube, das ist kein Grund. Ich hätte mal gesagt, erstens. Und außerdem leuchtet das ja immer hier so ein bisschen durch, dass der ja nicht so ganz traut. Und jetzt müssen wir gucken, ob wir eins von den Bildern finden.
Wenn ich das richtig verstanden habe. Also entweder Briefe, irgendwas im Büro oder das hier. Okay. Die Briefe. Also weil sie ihn angelogen hat. Es gibt ja immer nur eins, haben sie gesagt, ne? So. Wir merken uns das mal, wir blättern noch einmal durch. Aber die anderen müsste es jetzt nicht geben. Ich meine, so ein großes Rätsel ist es noch nicht, ne? Aber gut, es ist, glaube ich, mehr ein Thriller, wo wir halt irgendwas erleben können, Stück für Stück, als ein richtiges Escape-Spiel, wo wir irgendwas ausschneiden und zusammen puzzeln, nehme ich mal an. Jo, wir schneiden das mal aus und gucken, ob das unser 2. Dezember ist. Also wirklich, wirklich mal ein anderes Escape-Buch. So, für alle, die das jetzt gucken und noch nicht wissen, wie es weitergeht, ab dem 1.11. kommt der Ravensburger Pro und ab dem 1.12. kommt noch von Topfrecht die Schneekönigin. So, wir sind auf jeden Fall am richtigen Tag, am 2. Dezember. Und diesmal müssen wir auch wirklich was rätseln. So, was sagt ihr bis jetzt zum ersten Türchen? Auf jeden Fall wirklich sehr schön gestaltet und super Texte. Ja, ich betone es immer wieder, weil manche sind ja so, also der Riva-Kalender ist ja wahnsinnig schlecht geschrieben. Und bei den Ravensburger Kalendern ist es ja zum Beispiel so, die sind natürlich sehr liebevoll gestaltet, aber man hat ja dann auch immer nur diese kurzen Minitexten, also keine wirklich runde, umfassende Geschichte. Die hat man tatsächlich nur beim Kosmos-Kalender. So, und ich denke, hier hat man wirklich, wie als ob man so eine Thriller-Novelle liest, so stelle ich mir das jetzt vor, wenn ich alle 24 Türchen öffne, dass ich halt wirklich eine vernünftige Geschichte erzählt bekomme und nebenbei halt ein bisschen rumrätsel. Ich weiß übrigens schon, was die Lösung vom nächsten Rätsel ist, weil wir jetzt das durchgeblättert haben. Also deswegen gibt es auch keine Hinweisschilder, weil halt immer nur eins von diesen dreien richtig ist. Das Problem ist bloß, was ich hier vielleicht sehe, wir sehen den Lösungsweg, glaube ich, nicht. Also falls wir keine Ahnung haben, was wir an dem Tag tun sollen und das richtige Türchen öffnen, weil es ist ja nur eins von den drei Bildern tatsächlich im Kalender vorhanden, dann wissen wir immer noch nicht, was wir falsch gemacht haben. Also ich bin auf jeden Fall wirklich gespannt. Ich bin auch gespannt auf eure Meinung, was ihr zu dem Ars-Kalender sagt. So, und ich rätsel jetzt einfach noch eine Runde weiter. Bis gleich.